Diese Indizien passen nicht zusammen. Alles klar, dann habe ich noch eine Idee. Und zwar das Teil hier. Sich merken. Ich glaube mal, dass es das Teil ist. Das steht in Verbindung mit... Ach, mit dem Teil hier. Ne, nicht mit dem Teil, mit dem Teil. Hoffe ich mal. Verbindung. Diese Elemente ergeben zusammen keinen Beweis. Okay. Kein Beweis. Dann probieren wir es mal mit dem hier. Und mit dem hier. Was war's das hier? Verbindung. Nein, die stimmen nicht überein. Wo ist denn eigentlich der eine Zettel von der Bank noch gewesen? Wir haben doch noch einen Teil gehabt von der Bank. Hier. So, sich merken. Da haben wir das Teil schon gefunden. Dann gehen wir mal noch schnell zum anderen Teil. Scheiße, wohin gehe ich denn überhaupt? Hier. Gut, und hier, wo war denn das andere Teil jetzt? Bin ich jetzt wieder bei mir, oder? Ne, hier ist ja das Teil. Genau hier. Und das steht jetzt in Verbindung mit dem. Das Lesezeichen stimmt haargenau mit der Börsennotierung auf Keynes Schreibtisch überein. Er hat es definitiv von diesem Blatt abgerissen. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Rufen wir mal einen Tyler an. Wollen wir oder wollen wir nicht? Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Okay, ich spiele mal eine Runde Jojo. Au weh. So, dann legen wir das Teil erstmal wieder hin. Und könnten wir vielleicht mal hier telefonieren? Ja. Und so. Ach, die Linie immer noch rum. Lass einfach klingeln, Schatz. Okay, dann. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein. Doch. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Na ja. Tyler! Tschüss. Wir sehen uns später. I got us house. Oh, was ist denn das jetzt wieder? In der Laundry. Gut. Was ist denn das? Auf jeden Fall können wir den Charakter nicht steuern. Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauch nicht lang. Das der Nachtitlan Quentilet. Kastanechli Quechen Nanar. Oh weh, ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert. Noch ein Mörder, ja. Oh weh. Das jetzt wie viele Mädchen, das kennen wir doch irgendwoher. Genau, aus unserem Traum da. Und ich glaube, das war's. Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden. Okay, wir haben uns erstmal bewaffnet. Oh weh, jetzt müssen wir bestimmt schießen. Ein Schießerei.
Oh, wir haben hier eine Waffe. Können wir die betätigen? Ich gehe zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Okay. Oh weh, was ist denn hier passiert? Scheiße, was ist das denn? Vorsicht, ich check die Türen. Okay, was machen wir? Irgendwas ist mit seiner Wohnung los. Aha. Irgendwas hat er hier gemacht. Der hat cranke Bilder in seinem Zimmer jetzt. Wahrscheinlich ist er in der Toilette. Rüberlaufen können wir ja mal. Oh weh, was ist denn hier los? Verdammt! Der ist erstmal weg! Das sieht mir relativ krank aus. Was hat er hier gemacht, der gute Mann? Er rennt über die Straße. Was soll ich tun, Carla? Ihn stoppen. Wir kommen. Verstanden. Wow. Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich hab's gesehen, als wäre ich dort gewesen. Agatha ist tot. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Okay, jetzt können wir hier sehen, dass die Hände hoch. Oh weh. Verdammt, die Polizei. Sie haben mich bereits gefunden. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absetzen und nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein, das lasse ich nicht zu. Oh weh, was macht denn der jetzt? Okay. Unser Lukas hat wahrscheinlich Special Skills hier. Stopp oder ich schieße. Oh weh. Oh weh. Zack. Wir weichen den Kugeln ganz geschickt aus. Und au weh. Jetzt liegen wir tot da, natürlich. Stopp oder ich schieße. Schieß doch, ist mir egal. Zack, runter mit uns. Dann nochmal nach links. Dann nochmal nach rechts. Und dann nochmal runter. Und tschakapau. Ninja Kick. Pow. Oh, jetzt kommen da noch mehr Polizisten. Keine Bewegung. Oh weh. Oh weh. Das macht er alles nur, um hier herauszufinden, was mit dem passiert ist, natürlich. Oh weh, was? Wir haben nur noch ein Leben, Leute. Oh weh, was macht denn der? Ist der lebensmüde oder was? Oh weh, oh weh. Jetzt hängt er am Helikopter. Los, das schaffen wir schon. Pow. Worauf sind wir jetzt gelandet? Auf einem... Nee, auf unseren Wagen. Das uns wegtransportiert. Da müssen wir schnell hoch. Wow. Was war denn das? Das ist auf jeden Fall nicht normal. Oh weh, jetzt kommt Zug. Hast du gesehen, was der eben gemacht hat? Da bleibt eben die Spucke weg. Wir müssen ihn kriegen. Nächstes Mal entkommt er uns nicht. Ja, das denkst auch nur du. Das ist Carla Valenti, Polizeiwache und Tyler Miles,
auch in der Polizeiwache. Spielen wir mal mit der Carla. Mit der haben wir lange auch nicht mehr gespielt. 5 Männer im Krankenhaus. 4 Polizeiautos Schrott. Ein Hubschrauber, der fast über unseren Köpfen explodiert. Und der Typ, der verschwindet in der U-Bahn und geht uns durch die Lappen. Ich hoffe, dafür haben sie eine angemessene Erklärung. Auwe, auwe. Es war absolut nicht voraussehbar, dass alles so kommen würde. Wir hätten ihn problemlos schnappen können, wenn der Typ nicht solch abgefahrene Dinger gebracht hätte. Dieser Kane ist kein gewöhnlicher Bursche, wie wir erst dachten. Mhm. Was wollen Sie mir eigentlich weismachen? Dass dieser Typ Superman ist? Meinen Sie das? Und Sie glauben wirklich, das kaufe ich Ihnen ab? Er ist Batman. Wir haben ihn unterschätzt. Das gebe ich ja zu. Wir wussten, er ist gefährlich, aber nicht, dass er gut trainierte Polizisten ausschalten und unter einem Hubschrauber hängend entkommen könnte. Mhm. Ihre fadenscheinigen Ausreden können Sie sich sparen. Wenn die Presse spitz kriegt, dass Kane uns entwischt ist, werden die mich in Stücke reißen und im Rathaus wird man meinen Kopf fordern. Also, was haben Sie jetzt bitte schön vor? Haben Sie eine Spur? Tyler? Kanes Foto hängt bald in jedem Polizeiwagen, Bahnhof und Flughafen. Sobald er die Nase rausstreckt, wird die Falle zuschnappen. Ich will hier alle verfügbaren Männer im Einsatz sehen, verstanden? Ich will, dass Kane binnen 48 Stunden das Handwerk gelegt wird, ganz egal wie. Ich will diesen Geisteskranken hinter Schloss und Riegel sehen, bevor noch jemand von ihm aufgeschlitzt wird. Und jetzt raus hier! Wir haben jemanden aufgeschlitzt. Carla, ich hab dich schon gesucht. Wir haben Kanes Abdrücke in einer Wohnung gefunden, wo die Leiche einer alten Frau lag. Das ist nicht alles. Gestern Abend geschah in einem Waschsalon ein Doppelmord. Eins der Opfer starb an Messerstichen in der Herzgegend. Garrett ist schon vor Ort. Er wartet auf dich. Noch ein Mord. Juhu. So, jetzt spielen wir mal nochmal mit der Carla. St. Pauluskirche hier. Aber wir spielen erstmal mit der Carla, weil ich will wissen, was im Waschsalon da so minus abgeht. 5 Grad Fahrenheit. Es wurde mit jedem Tag kälter. Die ganze Stadt schien von dem Schnee wie betäubt zu sein. Aber noch machte sich niemand Sorgen. In der Laundry gehen wir jetzt mal rein. Tyler ist schon vorangegangen. Geh schon mal rein, Tyler. Ich frage erstmal Garrett, ob er schon was weiß. Ist mir recht. Bei dieser Kälte hier draußen kann ich eh nicht denken. Hm. Siehst auch so aus. Ah, ich hab schon gewartet, Carla. Also, was war hier los? Der Typ, der den Waschsalon führt, hat die Leichen heute Morgen gegen 5 Uhr gefunden, als er aufschließen wollte.